Elisabeth Pichler, Head of Integrated Management System, ERBA AG. Die ERBA AG ist ein Konzern mit Hauptsitz in Österreich, weltweit tätig in rund 120 Ländern. Und unser zentrales Thema ist Futtermittelsicherheit und Diagnostik. Entstanden ist es eigentlich um den Kristallisationspunkt Mykotoxine, Schimmelpilzgifte. Wir sind Weltmarktführer in der Entgiftung, in der mikrobiellen Entgiftung von Schimmelpilzgiften. Und wir haben eine eigene Division, die sich mit der Diagnostik von Schimmelpilzgiften, aber natürlich auch anderen unerwünschten Kontaminanten beschäftigt. Ja, gemeinsam mit meinem Team vor Ort kümmere ich mich um das integrierte Managementsystem, es zu warten, weiter auszubauen. Wir haben rund 20 verschiedene Standards an unseren verschiedenen Standorten implementiert und zertifiziert. Wir kümmern uns darum, dass diese Zertifikate erhalten und ausgebaut werden können. Aber integriertes Managementsystem heißt, dass wir auch für die Themenbereiche Arbeitssicherheit und Ökobilanz zuständig sind. Die ERBA AG möchte 2023, das ist zum 40. Geburtstag, CO2-neutral sein und wir rechnen schon 2 Jahre lang die Ökobilanz und sind dabei, jetzt Reduktionsmaßnahmen umzusetzen. Ja, der Hauptteil meines Arbeitsalltags ist vor dem Computer und in Besprechungen, in Videokonferenzen mit den Standortqualitätsmanagern. Aber ich reise auch viel, ich auditiere unsere Standorte oder auch Lieferanten und üblicherweise 1 bis 2 Tage im Monat verbringe ich an unserem Forschungs- und Produktionsstandort in Thun. Ja, wir sind ein Biotechnologiekonzern und das erklärt wahrscheinlich, warum wir fast 55% Frauen in technischen Berufen errechnet haben. Wir nehmen Absolventen von biotechnologischen Studien, biochemischen Studien auf und dort ist der Frauenanteil schon sehr hoch und darum ist auch die Quote bei uns hoch. Ja, wie viele Kinder hatte auch ich eine ältere Cousine, die mein großes Vorbild war, 5 Jahre älter. Sie hat die Rosensteingasse gemacht in Wien. Und ich selbst habe mich auch sehr leicht getan in naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern, ganz im Gegenteil zu den Sprachen. Und als es dann aber soweit war, habe ich gesehen, viele meiner Kolleginnen studieren. Und dann habe ich meine Eltern vor die vollendeten Tatsachen gestellt, dass ich auch studieren will, und zwar an der TU, weil die einen Ruf hat, dass sie praxisorientiert ist. Das Patent ist schon älter, es ist während meiner Dissertation entstanden. Meine Dissertation habe ich in einem Forschungsprojekt der Firma Biomin absolviert. Und Ziel des Projekts war es, einen Mikroorganismus zu finden, der das Schimmelpilzgift Ochratoxin A, das ist krebserregend, entgiften kann. Ich hatte die gesamte Analytik über in dem Projekt. Ich habe einerseits Screening-Methoden entwickelt, um wirklich schnell zu schauen, welcher Organismus entgiftet, ja, nein. Und in späterer Folge dann auch die Spurenanalytik aufgebaut, um das Ausgangstoxin und den ungiftigen Metaboliten im Blutplasma in verschiedenen Organen nachweisen zu können. Und wir waren sehr erfolgreich in dem Projekt. Wir haben eine Hefe identifiziert und später auch taxonomisch einordnen können als Trichosporum mycotoxinivorans, was Mykotoxinfresser heißt. Und diese Hefe haben wir dann patentiert und ich bin einer der 4 Patentinhaber. Ja, ich habe 2012 diesen Verein gegründet. Es geht darum, Kinder für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, und zwar durch Hands-on-Experimente sie zum Forschen zu bringen. Wir haben dann eine wirklich großartige Förderschiene für uns entdeckt, das ist das Talente-Regionalprogramm der Forschungsförderungsgesellschaft.
Inzwischen läuft das vierte Projekt in dieser Förderschiene von uns, das heißt Dichter? Fragezeichen. Und es geht um die Ausnutzung von Dichteunterschieden auch in der großtechnischen Anwendung. So können die Kinder bei uns zum Beispiel den Kooperationspartner Agrana besuchen und dort erfahren, wie man Dichteunterschiede in der Lebensmitteltechnologie einsetzt. Oder sie können an der TU Wien Pulvermetallurgie und Sintertechnologie kennenlernen. Abseits dieser Projekte haben wir im Verein ein Kooperationsprojekt mit der Stadtgemeinde Tulln. Kein Kind in Tulln verlässt die Volksschule, ohne durch unsere Experimentierkurse sozusagen gegangen zu sein. Wir nehmen jährlich an der Kinder mit Tulln teil und sind im Science Center Netzwerk aktiv. Ja, eine Erfahrung aus unseren Projekten ist, dass wir überhaupt keine Probleme haben, Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter für unsere Experimente zu begeistern, auch für den Hintergrund, für die Erklärungen. Hier sehen wir kaum Rollenunterschiede. Im österreichischen Lehrplan steht aber Physik, Chemie, Naturwissenschaft erst sehr spät auf dem Lehrplan. Also Physik betrifft Kinder im Alter von rund 12 Jahren, Chemie überhaupt erst mit 13. Und das ist ein Alter, in dem die Peergroup, was ist cool, was macht ein Mädchen, wie muss sich ein Bub verhalten, schon sehr, sehr viel dringlich ist.